Barney liebt Sprotten und Futter und Co. Was ich liebe, ist auch Currywurst, so wie viele Deutschen. Und das gibt's auch von Beefy. Beefy Currywurst klingt verrückt. Darum probieren wir sie zusammen aus. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das schon gesehen. Beefy Currywurst. Finde ich total verrückt und dachte mir, das nehme ich mal mit. Ich habe früher, muss ich sagen, als ich jünger war, weitaus jünger war, sehr gerne Beefy gegessen. Ich fand das total geil. Besonders Beefy Roll, das ging immer. Auch die nachgemachten. Beefy Roll fand ich mega. Ich habe das, glaube ich, sogar in meiner Ausbildungszeit. Glaub, das letzte Mal war wirklich in meiner Ausbildungszeit. Das ist schon echt lange her. Das weiß ich noch. Das hatte ich in meinem Auto liegen, wenn ich so spontan Hunger hatte. Naja, und jetzt hatte ich gesehen, Beefy Currywurst. Fand ich verrückt, dachte ich mir, komm, Beefy Currywurst. Ja, entweder es ist geil oder es ist total pervers, ekelhaft. Also pervers, ekelhaft, nicht geil. Also, mal gucken. Eine Currywurst geht immer. Ja, was ist das? Beefy Currywurst ist ein Weizengebäck mit Salami und Schinkenwurst und einer Tomaten-Curry-Soße. Das ist an sich jetzt ja nicht wirklich Currywurst in dem Sinne, aber naja, Kalorien 434 und pro 50 Gramm, das ist nämlich genau so ein Ding, nehmt ihr hier 167 Kalorien zu euch. Finde ich, ist noch okay. Die Zutatenliste ist dementsprechend lang, also da ist wirklich ein bisschen viel Scheiß drin. Auch dieses Tritanium-Tigrat, Ascorbin, ja. Also hinten sind so ein paar Punkte drin, die eigentlich sollte man nicht so viel konsumieren, da sollte man mit aufpassen. Aber egal, für einen Test geht's klar. Ihr gebt in die Nahaufnahme, guckt es euch einmal an und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder zum Verkosten. Beefy Currywurst, die Nahaufnahme. Jetzt ist die Frage, wie sieht das denn aus? So sieht dieses Brot aus, das habe ich auch schon mal aufgeschnitten. Ist auch einigermaßen fluffig. Ja, und von innen, ja, sieht das halt aus wie eine Currywurst, oder? Ich glaube, da darf man nichts erwarten. Man sieht hier die Salami. Unten ist noch eine Schicht, innen drin ist diese Creme und da wird, denke ich mal, Curry sein. Und natürlich ein großer Hohlraum, da das ja so gebacken wird. Ja, mal gucken, wie das jetzt gleich schmeckt. Ich erwarte nichts, aber vielleicht ist es ja auch mega lecker. Jetzt hier mal die Zutaten für euch. Nebenbei muss ich hoffen, dass der Wind nicht zu laut wird. Drückt hier sonst Pause. Ich kann euch aber sagen, es riecht gerade mega nach Currywurst. Also der Geruch ist auf jeden Fall da. Und hier einmal die Zutaten, die Nährwerte. Kommt der Wind ein bisschen stark, darum gehen wir schnell wieder rein und probieren es. Und da ist sie wieder, die Beefy Currywurst. Ja, ihr habt sie gesehen, optisch jetzt keine Schönheit. Aber ich kann ja sagen, sie riecht wirklich sehr, sehr kräftig nach Curry. Ich musste hier gerade mal das Brät oder den Brei hier drin ein bisschen breit machen. Es riecht wirklich sehr, sehr. Ich will nur gerade mal nur die Soße probieren. Fruchtig und schmeckt nach Curry. Mal gucken, wie es insgesamt schmeckt. Das Brot ist typisch Beefy trocken. Also es sieht fluffiger aus. Es ist aber trocken. Aber ja, schmeckt das jetzt nach Currywurst? Also, ich sag mal so, es schmeckt nicht nach Currywurst, es schmeckt aber gut nach Curry. Also, als Snack, nur vom rein vom Geschmacklichen, ist es gar nicht schlecht. Das Brot ist mir aber zu trocken. Wie gesagt, dieser Zutatenpunkt nicht ganz so toll, sollte man wirklich aufpassen mit, wenn man das isst. Also nicht Tee regelmäßig konsumieren, also wirklich nur ab und zu mal, also wirklich vielleicht so einmal im Monat oder zweimal im Monat. Ja, aber nicht irgendwie täglich, dass ich das Ding reinballern. Schmeckt nach Curry, ist leicht pikant. Ich würde es eher betiteln als Schinken, Salami, Brot-Sandwich. Das geht so in die Richtung. Also Currywurst ist es nicht. Aber wie gesagt, verrückt, schmeckt. Also, auch wenn es nicht das Beste vom Besten ist, aber vom reifen geschmacklichen Punkt ist es echt nicht schlecht. Punktemäßig, ah, das ist schwer. Ich sag mal 3 von 5 Punkten.
Also wie gesagt, geschmacklich ist es sogar besser, aber wenn man hier so ein paar Abzüge macht, was es genau ist und dass es nicht ganz die Currywurst trifft, also 3 von 5 ist es, aber wie gesagt, geschmacklich würde ich es ein bisschen höher ansiedeln vom Gesamtprodukt, aber 3 von 5. Ein verrücktes Produkt. Habt ihr schon mal probiert? Würdet ihr es probieren? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr auch mal Beefy-Fans wart oder seid. Oder Beefy Roll oder die nachgemachten von allen möglichen Firmen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns als nächstes bei der Foodshow. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Euer Bob.